Der Zauberer von Lazytown. Nach meinen Berechnungen müsstet ihr unter diesen Wetterbedingungen, einem Drehwinkel von 75 Grad und einer Geschwindigkeit von 2 Metern pro Sekunde, eigentlich jedes Mal einen Volltreffer schaffen. Das kann nicht mal ein Genie wie du am Computer berechnen. Etwas nach links, mehr nach links. Was ist das? Komme ich in dieser Stadt denn niemals zur Ruhe? Och, es sind diese Kinder. Die spielen und spielen unermüdlich. Wie schaffen sie das? Och, diese Powersnacks, die muss ich loswerden. Ich bin gespannt, was in Lazytown los ist. Tür! Tür öffnet. Ziemlich anstrengend, diese ganzen Powersnacks zu pflücken. Das hier ist der letzte. Oh nein! Das ist der letzte. Oh, oh, oh. Ich freue mich schon aufs Camping. Glaubst du, wir finden Schmetterlinge? Oh, Herr Faulig. Hi, Freddy. Hallo, Mädchen in Rosa. Hallo, Onkel. Freddy, was machst du hier? Oh, ich möchte mich etwas ausruhen. Aber egal. Was ist mit dir? Warum spielst du denn nicht mit den anderen Kindern? Oh, mein Onkel Meinhard und ich, wir wollen Schmetterlinge anschauen. Wir machen unsere alljährliche Campingfahrt aufs Land. Steig auf, Stefanie. Ja, mach ich. Tschüss. Tschüss und lasst euch ruhig Zeit. Was zum... wenigstens sind 2 von diesen lauten Menschen mal nicht in Lazytown. Jetzt weg mit diesen ganzen Powersnacks. Hi, Freddy. Was willst du mit all den Powersnacks? Lustig, dass du das fragst. Ich wollte sagen, ich meine, ich war damit auf dem Weg zu dir. Wirklich? Ja, die sind für dich. Davon bekommst du unglaublich viel Energie und du wirst niemals faul. Danke. Es ist immer gut, viele Powersnacks dabei zu haben. Das sage ich doch immer. Ich zeig's euch noch mal. Ja. Komm schon, komm schon. Komm schon, Meini. Mach einen Vollbrenn. Okay, okay. Wenn ich die Powersnacks nicht loswerde, widme ich mich jetzt der besten Sache der Welt. Dem absoluten Nichtstun. Die Drehung dabei ist ganz wichtig. Okay, und sehr genau. Okay, okay, machen wir es. Los geht's. Ein bisschen nach links. Was zum... Was? Ihr könnt jetzt meine Kegel neu aufstellen. Ja, okay. Ist gut. Die hab ich ganz vergessen. Was ist mit diesen Kindern? Ich muss dem ein Ende bereiten. Wenn ich es wage, sie zu bremsen, ist Sportaflippi zur Stelle und wird sie retten. Also, ich war früher der Zeltmeister meiner Pfadfindergruppe. Wirklich? Ja, und jetzt zeige ich dir mal, wie man dieses Zelt richtig aufstellt. Der beste Weg, ein Zelt aufzustellen, ist von innen nach außen. Ach Gottchen. Nicht doch. Oh nein! Ich kann nicht. Onkel Ach Gott, Meinhard! Er hat das Licht ausgemacht. Hilfe! Oh, jemand hat ein Problem. Und los! Was? Ja.
Portacus auch die Stadt verlassen? Perfekt! Dann mache ich aus Lazy Town wieder den Ort der Faulheit! In die Hölle! Hilfe! Spartacus! Alles in Ordnung? Danke, Spartacus. Gern geschehen. Braucht ihr Hilfe beim Zeltaufbau? Oh ja. Ich schätze, du brauchst das hier. Oh ja. Brauchen Sie diese Dinge? Gut, das macht man so. Das kommt hier hin und... Kriegen Sie das hin, Spartacus? Und jetzt ist alles fertig. Toll. Jetzt fehlt noch ein perfekter Plan. Ach, wenn ich wenigstens einen Zauberstab auftreiben könnte. Ja, Danny, das war ein Volltreffer. Ich war spitze. Und jetzt möchte ich Volleyball spielen. Ja, okay, Mann. Jetzt Volleyball. Also Volleyball, das macht jetzt Spaß, oder? Hokus Pokus Bing. Bing. Ich bin ein super Volleyballspieler. Das funktioniert nicht. Ach, wenn ich doch einen echten Zauberstab hätte. Was ist das? Ein Buch mit Zaubersprüchen und ein Zauberstab. Oh. Wie man Leute faul werden lässt. Perfekt. Also jetzt fehlt mir nur noch diese Verkleidung. Tricksen, tarnen und täuschen. Ich brauch nur ein Rezept, das ist nicht schwer und tut nicht weh. Einfacher als das ACB. ABC. Was soll's? Ein Trick, an dem mir wirklich sehr viel läge. Alle würden stinkefaul und träge. Sei dabei, komm, spiel dich mit uns frei. Eins, zwei und hopp, sa, sa. Spiele sind für alle da. Spring und lauf. Ich brauch frische Zutaten, die hol ich mir von hier. Hier stehen fünf verschiedene, na vielleicht tun's auch vier. Ein Wunsch, den ich schon lange hege. Alle werden stinkefaul und träge. Sei dabei, komm, spiel ich mit uns frei. Eins, zwei und hopp, sa, sa. Spiele sind für alle da. Spring und lauf. Also, die letzte Zutat für den Zaubertrank ist eine Sonnenblume. Mal sehen, ich habe doch Sonnenblumen. Ah, da ist eine Sonnenblume. Was für eine wunderschöne Sonnenblume. Oh, ja, sehr schön. Sehr schön. Bereit für den Superaufschlag? Alles klar. Los, Meini, jetzt mach endlich! Trixi, du darfst ein Genie nicht unterbrechen! Aufschlag, Meini, wir wollen endlich spielen! Ja! 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 Die Kinder spielen noch. Ich lasse sie gleich mal faul werden. Hey, ich probiere, ob das wirkt. Welche Sprache ist das? Das ist nicht normal. Ich muss es nochmal machen. Armer Freddy. Freddy, komm, wir spielen weiter. Ja, los geht's. Was
Was könnte ich nur falsch gemacht haben? Ich habe alles reingetan. Die Froschrotze, den Echsenatem, das Spinnennetz, den Sauriersabber, die Spinnentränen und... Aha! Die Sonnenblume! Das ist keine Sonnenblume. Das ist keine Sonnenblume. Das muss eine Sonnenblume sein. Das ist der richtige Zaubertrunk. Los geht's! Achtung! Okay! Dieser Zaubertrank muss wirken! Was? Er funktioniert nicht! Nicht schon wieder! Was? Autsch! Wow! Oh, da ist der richtig aktiv! Ja. Der muss wohl eine Menge Powersnacks gegessen haben! Was? Oh. Er ist fast so aktiv wie Spartacus! Wow! Das ist das Merkwürdigste, das ich je gesehen habe. Was ist mit ihm? Ich habe keine Ahnung. Wie macht Freddy tatsächlich Liegestütze? Guten Morgen. Wow. Was? Jemand muss das stoppen. Das hat nicht funktioniert. Vielleicht will sich Freddy einfach nur bewegen. Was können wir noch spielen? Ja. Seifenkistenrennen. Ja, ja. Ja. Okay, noch einmal. Ach, das will ich jetzt genau wissen. Was mache ich nur falsch? Gut, ich bin bereit. Frau Senf dazu. Ja, ja. Könnten Sie vielleicht unser Rennen starten? Oh ja, natürlich. Okay. Okay, fertig. Achtung, fertig, los. Okay, los, los. Ja. Ein bisschen nach links. Gut so, ich gehe in Führung. Los, gib alles! Los, 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 los! Gleich kommt das Ziel! Nicht aufgeben, ich sehe die Ziellinie! Komm schon, gerade! Ja, ja, wir schaffen es! Wir schaffen es, ja! Ach, diese Kinder sind immer am Spielen. Ich hab wohl die Sonnenblume verwechselt. Ach, schauen wir mal, wie sieht eine Sonnenblume aus? Ah, da ist ein Bild von einer Sonnenblume. Aber wo finde ich hier eine? Aha, da ist ja so eine. Natürlich ist das eine Sonnenblume. Also, das ist eine Sonnenblume. Zurück mit ihm. Ich hab's gleich. Und jetzt mache ich es richtig. Ja, ja. Wundervoll. Ja, ja, ja. Das ist aber hübsch. Es macht Spaß, meine Seifenkiste zu polieren. Und was jetzt? Wir könnten doch das Hüpfspiel machen. Ja, oder Seilspringen. Ja. Oh. Ja! Ich werde so müde. Eigentlich habe ich keine Lust, heute noch zu hüpfen. Ich bin auch ein bisschen zu faul. Ja.
Spartacus, komm mal schnell, das musst du sehen. Wow, wunderschön. Jemand hat ein Problem. Ich muss los. Kommt mit. Ich bin direkt hinter dir. Ich auch. Ah, das Fahrrad. Guck mal beim Baumhaus nach. Mach ich. Herr Bürgermeister. Ja? Holen Sie Senta. Ja, natürlich, sofort. Okay. Hi, Kinder. Hey, Spartacus. Hi, Spartacus. Hi, Spartacus. Was ist mit euch? Wieso spielt ihr nicht? Weil wir nicht spielen wollen. Keine Lust, irgendwas zu machen. Sie sind faul. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ist mir zu anstrengend, heute noch was zu tun. Wie man Leute faul werden lässt. Entschuldigung. Was? Wer sind Sie? Und was tun Sie hier? Ich bin zu faul zur Beantwortung so einer Frage. Wie zu faul? Hi, Spartacus. Stephanie. Es ist ein Zauberer in Lazytown. Und ich denke, er hat mit einem Zaubertrick alle faul werden lassen. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Die Kinder hier sind alle faul. Lässt sich der Zauber rückgängig machen? Warte. Um den Zauber zurückzunehmen, braue man einen Super-Power-Snack-Zaubertrank. Das ist es. Alle faul. Das ist so gut. Spartacus, wir brauchen eine Menge Power Snacks. Ich weiß genau, wo ich die finde. Bereite dich auf eine Speziallieferung vor. Verstanden. Schläger! Hi, Stephanie. Ich habe den Power-Snack-Trank gemixt, aber den müssen wir allen in Lazytown geben. Das tun wir. Okay. Aber denk dran, den sollen wirklich alle bekommen. Keine Sorge. Ich werde sie retten. Was? Wieso? Wieso hast du das getan? Weil sie furchtbar faul waren. Ich will aber faul sein. Und alle in meiner Stadt sollen auch faul sein. Oh, sie hat mein Buch. Gib mir mein Buch zurück, mein Kind. Nein, ich werde Ihnen das Buch nicht geben, weil Sie damit alle wieder verhexen wollen. Na, gib mir mein Buch zurück. Nein! Das ist mein Buch. Gib es zurück, es ist meins. Ach Gottchen, ich bin gleich da. Wie? Was? Seid ihr okay? Oh.
Oh, ja. Was ist passiert? Ein Zauberer hat euch verhext. Deshalb wart ihr alle faul. Was? Ja, wirklich? Stefanie ist bei Ihnen. Kommt, gehen wir. Ja, okay. Kommt, Jungs. Was ist denn passiert? Oh, mein Hund! Frau Senf, dazu steigen Sie auf. Es gibt Probleme in Lazytown. Probleme? Nein, gib her! Ich brauche es! Das ist mein Buch! Was? Freddy, Freddy! Der wieder. Oh nein! Oh, je. Ach, könnt ihr nicht mal einen Tag faul sein? Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Heißt das, wir können jetzt wieder spielen? Ja! Kommt, lasst uns spielen! Ja! Ja. Los! Bing, bang, digi, digi, dong, Quatsch mit Soße, sing ich, wenn ich tanze. Dieser Zauber ist nutzlos. Oh, oh nein.